Fortschrittsbericht, wie Sie den Fortschritt der Lernenden ganz leicht überprüfen können. Wählen Sie zunächst einen Kurs aus. Klicken Sie dann auf Status Nachbereitung und dann auf Eintrag zur Beurteilung. Hier sehen Sie nun, wie Schülerinnen in verschiedenen Prüfungen abgeschnitten haben, sowie deren Durchschnittsquote. Klicken Sie jetzt auf die drei kleinen Punkte rechts oben und im sich öffnenden Untermenü auf Trends und Fortschritt. Hier können Sie nun zunächst auswählen, für welches Semester bzw. Quartal Sie den Fortschritt angezeigt bekommen und ob Sie nach bestimmten Schülerinnen filtern wollen. Sie können außerdem auswählen, ob Sie nach bestimmten Beurteilungskriterien sowie dem Prüfungstyp filtern wollen. Für unser Beispiel interessieren wir uns für das Leseverständnis und wollen sehen, wie die einzelnen Schülerinnen darin abgeschnitten haben, auch im zeitlichen Verlauf. Klicken Sie nun auf Durchschnitt und Alter, um die Noten der Schülerinnen auf einen Blick zu sehen. Klicken Sie jetzt auf Zurück zu Status, Nachbereitung oben links und wählen Sie den Fortschrittsbericht zu den Anforderungen aus. Hier können Sie nun den Fortschritt verschiedener Anforderungen und Prüfungen einsehen. Mit einem Klick auf Personen sehen Sie sofort, wie die Schülerinnen abgeschnitten und welche Kenntnisstufe sie bereits erreicht haben. Klicken Sie auf eine Schülerin, um sich das Abschneiden in den verschiedenen Anforderungen genauer ansehen zu können. Durch einen Klick auf den kleinen Pfeil bekommen Sie einen guten Überblick darüber. Falls Sie sehen, dass Schülerinnen Hilfe gebrauchen könnten oder Sie einfach Kontakt aufnehmen wollen, dann klicken Sie oben rechts auf das kleine Nachrichtensymbol und dann auf Neu darunter. Jetzt können Sie ganz bequem Ihre Nachricht eingeben und auf Senden klicken, sobald Sie fertig sind. Wenn Sie nun auf Übersicht klicken, können Sie Ihren SchülerInnen Inhalte senden, die Sie für einen optimalen Lernfortschritt brauchen. Klicken Sie dazu auf Ressource, hinterlassen Sie eine kurze Nachricht und fügen Sie das gewünschte Dokument hinzu. Über Mitteilungen hinzufügen teilen Sie es mit einem Klick.